Servus beieinander, wieder mal aus dem Lindenthaler Vereinsheim. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, was wir für schöne Gläsel haben? 100 Jahre Lindenthaler aus Leidenschaft. Und was gefreut uns mir auf den Tag, wo wir endlich mit euch gemeinsam mit einer frischen Halbe da drauf anstessen können. Übrigens, Wissenschaftler haben herausgefunden und Karl Lauterbach hat auch schon gewarnt, die 8. Mutante der Lindenthaler Sketchupen ist im Umlauf und nicht mehr zu stoppen. Wissenschaftler haben aber auch herausgefunden und Karl Lauterbach hat auch schon bestätigt, Lacher ist auch schon dann ansteckend, wenn man einen bloß Lacher hört. Also ihr könnt ruhig die FFP2-Masken beim Anschauen herunterlassen, das nutzt jetzt sowieso nichts mehr. Ja, Herrschaftszeiten! Ich schaue aus wie eine Wildsau! Stimmt. Nordrädert hast du ja. Und? Wie viel kostet's? 100 Euro im Bett, 25 Euro auf dem Teppich. Aha. Na, Opa, im Bett ist doch ein bisschen gemütlicher wie auf dem Teppich, gell? Was heißt da Bett? Viermal Teppich? Auf. Ja, das geht für dich auch. Ja, ich weiß schon. Aber ich such die Mei, ich hab's verloren. Ja, ich die Mei auch. Und ich kann's nirgendwo finden. Weiß der Teufel, wo die ist. Hast du's du vielleicht gesehen? Ja, wie schaut's denn aus, die denn? Die hat lange, blonde Haare, 1,80 Meter groß, braun gebrannt, vollbusig, schlanke Figur, lange Haxen und sie hat einen super kurzen Mini-Lederrock und dazu ein weißes Top. Ohne BH und sicherne Steckischuhe. Und wie schaut die Dei aus? Vergiss die mal, wir suchen mal die Dei. Und? Was machst du so? Also ich bin Model auf Instagram und da tue ich immer meine eigenen Fotos posten. Ne? Und auf meinem YouTube-Channel da tue ich immer meine Schminktutorials uploaden. Hey, wir passen ja voll gut zusammen. Ich kann auch nichts. Servus, Sepp. Da bist du schon wieder zurück vom Urlaub. Ja, freilich. Schön war es wieder. Hat's wieder in Lignano? Mir jetzt ja. Da gefällt's dir, he? Da ist einfach wunderbar. Der super Sandstrand, ein Traum, sag ich dir. Ja, und was tätst du die ganze Zeit an den Sandstrand? Mei, da haben wir es eh nicht, Gaudi. Erst grob ich sie ein und wieder aus, dann grob sie mir ein und wieder aus und dann grob ich sie wieder ein. Ja, und was nächstes Jahr wieder habe ich? Ja, freilich, ich muss sie wieder ausgraben. Sagen Sie mal, ist Ihnen auch so langweilig wie mir? Ja, schon. Was halten Sie denn von einem kleinen Spiel? Was? Ein Spiel? Was für ein Spiel? Ja, wir stellen uns gegenseitig Fragen und wenn einer etwas nicht beantworten kann, dann muss er dem anderen einen kleinen Obolus bezahlen. Aha. Selbstverständlich werden wir die ungleichen Voraussetzungen etwas ausgleichen. Ich bin schließlich Universitätsprofessor und daher sehr gebildet und intelligent. Und Sie? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin ein Bauer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, wir machen das so. Wenn Sie mir eine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann, dann bekommen Sie von mir 100 Euro. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle, die Sie nicht beantworten können,
dann müssen Sie mir 10 Euro bezahlen. Ja, wir. Also wenn ich eine Frage nicht weiß, dann muss ich dir 10 Euro zahlen. Und wenn du eine Frage nicht weißt, dann krieg ich einen 100er. Ja, das spielen wir. Schön, dass Sie sich darauf einlassen. Ja, Sie dürfen auch gleich beginnen. Stellen Sie mir irgendeine Frage. Also, wenn's ganz oben fliegt, hat's 6 Füße. Wenn's weiter oben kommt, hat's 4 Füße. Und am Baum unten hat's 2 Füße. Was ist das? Das ist vollkommen klar. Wenn es oben fliegt, dann hat es 6 Füße. Und dann weiter unten, sagen Sie, hat es 4 Füße und ganz am Boden hat es also 2 Füße. Das kann ja dann nur ein Dings, also, ja, also wenn man das jetzt logisch herleitet, dann kann das also nur wirklich ganz erstaunlich, aber ich kann diese Frage wirklich nicht beantworten. Hier haben Sie 100 Euro. Dankeschön. Ja, jetzt wüsste ich aber schon noch gerne, was das ist. Da hast du einen Zehner. Ich weiß nämlich auch nicht. Du kannst doch nicht die Drehglocken vom Stausee saufen. Da wirst du krank, da kriegst du Durchfall und Speiberei. Kannst froh sein, dass du dich verreckst. Was haben Sie gesagt? Ich kann Sie nicht verstehen. Können Sie mir das nochmal wiederholen? Ganz langsam trinken. Das Wasser ist sehr kalt. Grüß Gott. Würden Sie sich einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen? Ja, gern. In welchem Wirtshaus fangen wir den an? So, jetzt haben wir es überstanden. Also momentan schaut es nicht so aus, als würden noch weitere Wellen ins Haus stehen. Wobei, ganz ausgeschlossen ist es nie, ob nicht doch irgendwann wieder mal eine weitere Mutante der Lindenthaler Sketchupen auftaucht. Übrigens, Wissenschaftler haben herausgefunden und Karl Lauterbach hat auch schon gewarnt, die Lindenthaler möchten euch persönlich alle im nächsten Jahr in diesem Saal mit dem gesündesten Virus aller Zeiten infizieren. Mit einem schönen, bayerischen Humor. Und deshalb komme zuhauf, wenn es wieder heißt, die Lindenthaler spielen Theater. Bis dahin, bleibt's gesund und lustig.